Herzlich willkommen, Philipp Banse für DZTB TV von der Republika 2014 hier in dem großen, jetzt mehr und mehr sonnigen Saal. Wir uns vielleicht ein paar Bildprobleme macht, aber das stehen wir durch. Mein nächster Gast ist Stefan Niggemeier, ganz herzlich willkommen. Hallo, danke. Ja, Medienjournalist, muss ich nicht viel sagen, Stefan Niggemeier, das Blog werden viele mal gelesen haben, beim Spiegel werden sie dich gelesen haben, in anderen Publikationen, aber du bist jetzt hier, weil ihr 10 Jahre Bildblog oder Bildblog für alle feiert. Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Danke, es ist noch, ehrlich gesagt, es ist noch die Vorfeier, also im Juni ist das eigentlich Juni, aber wir dachten, das ist jetzt eine gute Gelegenheit hier schon mal ein bisschen. So. Wie ist denn die Bilanz? Seid ihr froh, dass ihr noch mal im Leben seid? Oder, ja, weil, also ehrlich gesagt haben wir jetzt auch so gedacht, dass das ein gutes Datum ist, um nochmal so Schwung zu nehmen. Weil ehrlich gesagt, es ist so ein bisschen eingeschlafen. Ja. Lukas Heinzer, der hat mir schon vor über einem Jahr gesagt, so eigentlich will er sich da ziemlich zurückziehen. Und hat er dann auch zwangsweise gemacht, weil er irgendwie andere Projekte hatte. Und seitdem läuft es so irgendwie, aber zugegebenermaßen nicht so mit so einem Elan, den es eigentlich haben könnte. Genau, also so ein bisschen, wie geht es jetzt weiter und so Online-Journalismus, da verlieren wir gleich nochmal ein paar Worte. Zuerst nochmal ein bisschen so Bilanz ziehen. Ihr habt angefangen, so weil euch die Bild gestunken hat? Ja, das ist eigentlich auch immer noch so. Also wir haben das dann ja erweitert auf alle Medien, aber die Bild ist uns da schon immer noch ganz besonders lieb und ist auch immer wieder so eigentlich die Zeitung, an der man das alles, das Elend irgendwie erzählen kann. Also jetzt die letzten Wochen, diese Geschichten, die Bild gemacht hat über den Islamrabatt, den es angeblich bei deutschen Gerichten gibt für sogenannte Ehrenmorde. Was also nicht nur Unsinn ist, sondern die Macht der Bild auch wieder zeigt, was für Kreise das gezogen hat, wie viele Medien darauf angesprungen sind und das im Grunde erstmal übernommen haben. Ich glaube, das Thema ist uns nicht weggebrochen. Was wir nur schaffen müssen, ist, das wieder mit neuem Elan anzugehen. Und der Mats Schönauer macht das jetzt. Der ist seit Anfang des Jahres Chef. Macht ja auch den Topf voll Gold, so dieses Blog zur Regenbogenpresse. Und wir haben uns zusammen überlegt, weil klar, also wir verdienen damit kein Geld. Es ist extrem mühsam, überhaupt die Arbeit so halbwegs zu finanzieren. Und klar kommt man dann auch an so einen Punkt, wo man sagt, soll man nicht einfach einen Haken dran machen? Sagen, das war das jetzt war schön ein nettes und Kapitel, das vorbei. So. Und das wollen wir aber nicht und Mats hat große Lust, sich da auch richtig nochmal reinzustürzen, hat auch, glaube ich, genug frische Wut noch, hat sich noch nicht so aufgerieben und das versuchen wir jetzt nochmal. Es wird nochmal ein neues Design geben, wir wollen nochmal gucken, ob man mit Spenden, mit Werbung, ob man das nicht doch nochmal auf eine breitere Grundlage bringt und ja, also deswegen haben wir auch unsere Session gestern genannt, Bildblog die ersten 10 Jahre, also soll nochmal richtig losgehen. Was war denn so in deinen Augen der größte Erfolg, den ihr da so verbucht habt? So das größte Ding, wo ihr sagt, hey, das war jetzt gut. Ich glaube, das war nicht ein einzelner Punkt. Die Idee war ja, das war ja das Tolle an diesem Blog für uns als klassische Journalisten, die wir eigentlich waren, zu sagen, wir brauchen jetzt nicht den einen großen Aufreger. Den konnten wir auch immer schon in Zeitung schreiben. Wenn der Riesenhammer war, stand der in den Zeitungen. Sondern wirklich diese Kontinuität und zu sagen, man schreibt das jeden Tag auf, man hat irgendwie ein Archiv, wo man das auch alles nachgucken kann, wo man das verlinken kann, was Bild früher schon über den Islam gemacht hat. Also diese Kontinuität war mir wichtig, war uns wichtig. Und ansonsten ist der Erfolg natürlich schwer zu messen. Also ich stelle so ein bisschen frustriert fest, dass gerade Kai Diekmann mit seiner offensiven Umarmung von Twitter und von Silicon Vollbart, Valley und Vollbart, dass das Erfolg hat. Also, dass Leute dann natürlich sagen, ist der Mann lustig und was der für Sachen macht und was der sich traut und nicht hinter die Fassade gucken und zu schauen, das ist nach wie vor der Mann, der diese Zeitung verantwortet und gestaltet, in der wirklich übelster Journalismus passiert. An der Stelle bin ich so ein bisschen frustriert, weil ich gedacht hätte, dass wir vielleicht eher auch so den Boden bereitet hätten, zu sagen, nee, wir versuchen mal dem nicht auf den Leim zu gehen, nur weil der Mann jetzt lustig auf Twitter ist. Ich glaube, an der Stelle ist noch viel Arbeit. Was habt ihr denn so über die Psychologie von Bildleuten gelernt? Also man liest das ja immer und denkt, Alter, ey, wie kann man sowas schreiben? Also wie kann man wissen, dass man das größte Boulevardmagazin in Europa und fallende Auflage, ja, aber immer noch, ich weiß nicht, knapp 10 Millionen Leser oder irgendwie sowas, ne? Wie kann man da sowas raushauen? Was habt ihr so über die Psychologie, über die Denke gelernt, wie sowas entsteht? Das ist schwer zu sagen. Also es ist, glaube ich, wirklich der Wille,
Also es sind zwei Sachen, die sich da mischen. Das eine ist erstmal der normale Boulevardzeitungsreflex zu sagen, wir schreiben was, was geklickt, gelesen wird, was die Leute aufregt, wo die Leute jubeln. Das ist erstmal Boulevard und als solches Bauch, nicht. Emotionen, ja, so. Ist okay. Ja. Dazu kommt dann aber auch wirklich eine Lust und vielleicht auch ein politischer Wille, solche Themen in einer bestimmten Richtung auszureizen. Also diese Welle von Artikeln gegen die sogenannten Pleite-Griechen, die auch im Grunde sich bis heute durchzieht, die Art, also mein Freund Michaelis Pantelouris sagt immer, es ist wirklich Rassismus, die Art, wie die Bild-Zeitung über Griechenland berichtet. Ich kann am Ende die Frage nach der Psychologie gar nicht beantworten, ob die Leute tatsächlich kalkuliert da Ressentiments schüren oder ob die nur merken, das funktioniert, wenn wir hier Ressentiments schüren, also machen wir das weiter und reflektieren das gar nicht. Wie viel, kann ich ehrlich gesagt auch nach 10 Jahren nicht sagen, wie viel davon reflektiert ist und Kalkül zu sagen, da machen wir jetzt mal politisch eine Agitation und wie viel passiert dadurch, dass man sagt, ey, das könnte die Leute aufregen und funktionieren. Weil das ist ja ganz häufig so, dass, was, wenn ich so Leute treffe, also ich treffe nicht so viele, aber wenn man mal so Leute aus der Bildredaktion trifft oder andere, die die treffen, das Feedback ist immer, Mann, das sind ja total intelligente... Gibt's auch. Nein, die sind nicht dumm. Das wäre jetzt das Blödeste, was man sagen kann, das Bildleute. Nein. Aber so eigentlich so wache, wie so intelligente, denkende Menschen und trotzdem... Ich weiß nicht, ich finde es manchmal auch... Also es ergeben sich ja dank Twitter auch manchmal jetzt Gelegenheiten, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt, auf Twitter zum Beispiel, was ja neu ist. Also für uns war Bild sonst immer so ein geschlossener Blog. Du hast den nie getroffen, dann Aber Diekmann finde ich jetzt auch ein schlechtes Beispiel, weil der jetzt Twitter wirklich eher so als Marketing nutzt. Ja. Es gibt ja viele Leute von Bild, die auf Twitter aktiv sind und mit denen sich dann auch manchmal ein Dialog entwickelt. Oh, und ich habe dann schon manchmal das Gefühl, es ist jetzt nicht nur, dass man hier eine Meinungsverschiedenheit hat, sondern dass die wirklich nicht kapieren, warum das gefährlich ist, was sie da tun und warum das falsch ist und warum das von mir als rassistisch ist. Keine Ahnung. Und gibt's denn so, wie ist so der persönliche Kontakt mit Diekmann? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Nee. Aber auf so Konferenzen oder so trifft man sich mal? Nee. Haben wir jetzt auch nicht. Er war, glaube ich, gestern Vormittag hier, entnahm ich Twitter. Ja. Und ich bin gestern Nachmittag gekommen, also nee. Klang eben schon so ein bisschen an, wie mein Eindruck, viele Projekte, die so in dieser von mir gefühlten so ersten deutschen Blogging-Phase so entstanden sind, ne? So 2003, 4, 5, so, die sind jetzt so 10 Jahre haben die durch, die haben ihre Reichweite gehabt, sind gute Projekte, haben eine Nische gefüllt, haben Spaß gemacht, haben ihre Leser gefunden und sind jetzt aber so an so einer Schale, wo und was jetzt? So, ne? Also unsere 300 Euro Flatter-Einnahmen, ja, da freuen wir uns drüber, da können wir Server mitbezahlen. Ja. Kommt auch nochmal ein Huni über Werbung rein. Aber ich weiß nicht, der großen Ordnung ist das bei euch oder so einnahmentechnisch? Mit Flatter oder? Ja, Flatter, ja. Was ihr an Einnahmen habt irgendwie. Ja, also es ist, Werbeeinnahmen sind irgendwie 500 Euro im Monat oder so. Also es ist wirklich, wirklich wenig. Ja. Da kann man so ein bisschen die laufenden Kosten, Büro, ja, nicht mal so richtig, ja, bezahlen. Ja, nicht mal. So, ne? Und es fragen sich ja auch, ich mache ja nachher auch noch so ein Panel, so wird sich Online-Journalismus mal lohnen? Und dann guckt man mal so in die Zahlen und dann sieht man, boah, Bild.de, Spiegel Online, irgendwie 45 Millionen Euro Umsatz, 30 Millionen Euro Umsatz. Die Werbeeinnahmen gehen nach oben im letzten Jahr, nicht groß, aber ein bisschen. Läuft doch alles. Naja, ich glaube selbst für Spiegel Online auch nur so halb. Ich hab auch das Gefühl, dass wirklich so ein Punkt da ist, wo ich hoffe, sich auch so ein Bewusstsein entwickelt bei Lesern zu sagen, wenn uns das was wert ist, müssen wir dafür bezahlen. Und zwar rauszukommen aus dieser ganzen Paywall-Logik, zu sagen, dass ich glaube, dass Paywalls nicht ein natürlicher Gegenstand in diesem Lebensraum Internet sind, weil... Technik her oder vom Aufbau? Von der ganzen Idee zu sagen, ich habe hier was gefunden, das finde ich spannend, guck mal, lies mal. Also die ganze Idee ist doch, Dinge zu verlinken. Wenn die Verlinkung an eine Paywall stößt, glaube ich, spricht das der Natur des Netzes entgegen. Egal, wie einfach der Bezahlprozess ist. Womöglich ja. Also da können wir nochmal drüber reden, wenn wir wirklich irgendwann den einfachen bezahlen. Das ist ja auch unglaublich, wie lange das dauert. Wie lange reden wir darüber? Es müsste doch mit einem Klick gehen. Yeah.
Und wir sind aber irgendwie keinen Schritt weiter gekommen. Also das kann sein, dass es nochmal anders ist, wenn ich wirklich mit einem Klick sagen kann, das kostet jetzt 5 Cent, denke ich nicht drüber nach, okay, und dann geht das. Also ich glaube von daher, dass Paywalls gar nicht unbedingt die Lösung sind, aber bezahlen ist es ganz bestimmt. Also zu sagen, das, was mir was wert ist, dafür muss ich zahlen. Und auch bei den Machern ja offensichtlich jetzt so der Punkt erreicht ist so, hey, wir haben das jetzt 10 Jahre gemacht, ja, und wir haben uns über Wasser gehalten, aber wenn das jetzt noch, so kann es jetzt nicht weitergehen, oder? Wir ja, und wenn die Alternative ist, dass natürlich werbefinanzierte Angebote dann auch so aussehen wie werbefinanzierte Angebote. Also wir können uns nicht gleichzeitig darüber ärgern, dass das alles klickoptimiert ist, dass jede Geschichte, jede Überschrift so überreizt ist, um nur einen Klick von mir zu bekommen, wo ich dann immer denke, ach so, eigentlich wollte ich das gar nicht. Mein Klick wird verkauft an die Werbewirtschaft. Das ist gar nicht verwerflich. Aber da kommen natürlich Medien raus, die dann auch nicht unbedingt für mich gemacht sind, sondern für irgendeine Zahlenoptimierung, die mich als Leser dann nicht glücklich macht. Jetzt gibt es ja in Holland so ein Beispiel, Correspondent heißt das, glaube ich. Correspondent, ja. Die haben gesagt, okay, ich glaube eine Werbeagentur und Journalisten haben sich so zusammengetan und gesagt, hey, wir wollen eine Zeitung nach unseren Vorstellungen machen, so wie wir die wollen und nur für euch. Mhm. So. Und wir brauchen dafür so Crowdfunding-mäßig irgendwie 10.000 Abos. Sie haben 20.000 gekriegt, gilt gerade so als der Monster-Erfolg, das Vorzeigeding im crowdgefundeten Journalismus. Mhm. Ist das ein Modell, was du attraktiv findest? Ja, finde ich super. Es gibt auch ein Projekt, eine Idee für ein ähnliches Projekt in Deutschland, wovon man nächste Woche hoffentlich viel mehr hören wird. Ja, ich finde den Schritt genau richtig, den Leuten zu sagen, gebt uns Geld und dafür geben wir euch das, was, ja, also arbeiten wir für euch. Im Grunde ist es ja so banal zu sagen, wir machen das dann für euch, wir machen das nicht für eine Optimierung, dass 1 Million anderen Leuten das auch gefällt, sondern die uns da bezahlen, die uns ordentlich finanzieren, dass wir auch gute Arbeit machen können. Für die machen wir dann Journalismus, der es sich dann auch leisten kann, ausgeruht zu sein. Also ein Online-Journalismus, der trotzdem nicht auf jeden Hype aufspringen muss, der dann nicht, wenn alle Welt über, keine Ahnung, Thomas Hitzelsberger redet, was ich ein gutes Thema fand, das Coming Out, aber ich hatte nach einem Tag schon das Gefühl, ich kann nicht mehr, weil natürlich die anderen, die Online-Medien gesagt haben, wir haben gemerkt, das wird geklickt, also produzieren wir 10 Geschichten darüber. Und zu sagen, man hat vielleicht ein Medium, was es sich leisten kann, nicht 10 Geschichten zu machen, sondern eine, aber die ist besonders, die ist fundiert, die ist durchdacht, da hat sich vielleicht auch jemand Zeit genommen. Ich glaube, dafür gibt es einen Bedarf und ich glaube, dass es eine gute Idee ist, das zu versuchen, ob die Leser das nicht bezahlen. Ganz interessant finde ich ja, dass die amerikanischen Pay-TV-Sender ähnlich funktionieren. Ja. Die haben auch relativ niedrige Quoten für ihre Blockbuster-Serien, ja. Wie 3-4 Millionen. Das ist in Amerika ist das nichts, ein Witz. Ja. Und die sagen, ist uns egal. Ja. Solange die Leute einmal im Monat ihr Abo zahlen, machen wir auch solche Dinger und die zahlen ihr Abo, weil sie eine Serie sehen wollen, ja. Weil sie 2 Serien wollen. Der ganze andere von dem Programm, das interessiert die gar nicht. Ja. So. Und das ist so eine ähnliche Logik, oder? Ja, und ich glaube, ich hoffe, dass es als mit einer ähnlichen Logik funktioniert, weil auch, also ja, Breaking Bad und diese Sachen sind ja so auch entstanden in solchen Nischen. Und da war ja auch die Idee, wir machen nicht Programme, die am Ende 10 Millionen Leute gucken müssen. Bei Breaking Bad waren es ganz einfach so viele. Aber das war gar nicht der Ansatz, sondern die ein paar Leute richtig glücklich macht. Wo eine überschaubare Zahl von Leuten, die sich dafür interessiert, sagt, das ist gut, dafür zahle ich gern mein Geld. Wenn wir die Logik übertragen können auf Online-Journalismus, wäre ein Traum. Und was visionierst du da für einen, sagen wir mal, für einen Journalismus, der so entstehen könnte, wie unterschiede der sich? Also du hast es gesagt, nicht mehr so zeitgetrieben, nicht mehr so klickgetrieben. Was könnte sich thematisch ändern? Na, auch, dass man nicht auf jeder Welle mitreitet. Ja. Also einfach nicht jeden Hype mitzumachen, sich auch eigene Themen zu suchen, wo man sagt, da gibt es jetzt Sachen, die sind wichtig, da sind wir davon überzeugt, dass die behandelt werden müssen. Ja, und man nimmt sich einfach die Gelegenheit und die Muße. Ich glaube, es ist ja im Moment so, was es an Online-Journalismus in Deutschland gibt, ist entweder ein Nebenprodukt von Print, ein Abfallprodukt hätte ich fast gesagt, so böse meine ich es aber gar nicht, sondern wirklich was so im Grunde durch ein anderes Geschäftsmodell finanziert wird, oder halt doch ein sehr, also Spiegel Online ist ja als ganzes Medium im Grunde dem Burnout dauernd nah, weil es so gehetzt und aufgeregt, die machen das ja gut also unter der Maßgabe, ein Medium zu machen, was möglichst viel geklickt wird. Und was super Profit macht, die machen Gewinne. Ja, wunderbar.
Aber wie viele Leser haben wirklich das Gefühl, ach, da werde ich doch mal gut, also ich glaube, als Leser fühlt man sich doch auch schon getrieben von Spiegel Online. Und das zu sagen, also in dem Sinne, glaube ich, gibt es Online-Journalismus noch nicht oder viel zu wenig in Deutschland, daherzukommen, vielleicht mit so einer Durchdachtheit, Ausgeruhtheit, wie es Printmedien im guten Fall haben, aber gemacht fürs Netz, auch mit den Erzählmöglichkeiten, die ein Netz hat, mit Links setzen, mit Multimedia einbinden, die ganzen Möglichkeiten zu nutzen. Eine Sache, die finde ich bei diesen Abo-Modellen auch relativ überraschend ist, wie relativ wenig Abonnenten man eigentlich braucht, um relativ viel Geld zusammenzukriegen. Hast du das mal überlegt, so wie viel man, ja. Also bei dem Correspondent waren es, glaube ich, hast du die Zahlen parat, was du da so... Also ich sage jetzt einfach mal die Zahl 15.000. Ja. Wäre sowas, was unser Ziel ist. Also nicht unser, die wir brauchen. Also Ziel, die dann wie viel zahlen? Ich weiß gar nicht, habe ich das alles schon verraten? Also sagen wir einfach, es braucht 15.000 Abonnenten. Okay. Was auch so eine, ja, finde ich auch eine interessante Frage. 15.000 ist, wenn ich die jetzt persönlich kennen und ansprechen muss, viel. Eine Menge, ja. Andererseits 15.000 Leute in Deutschland, die bereit sind, ein bisschen Geld im Monat zu bezahlen für ein tolles journalistisches Angebot, finde ich jetzt auch eine hoffentlich erreichbare Zahl. Ja. Es klingt jetzt nicht so völlig aus der Luft gegriffen. Und dann natürlich mit der Idee, womöglich macht man dann damit so tolle Sachen, dass es dann nicht bei 15.000 bleibt, sondern man dann irgendwann 30.000 oder noch mehr hat. So, ne? Aber es wäre dann monatlich. Genau. Ja. Und... Also klar, ich meine, es liegt auf der Hand, es sind Browser und Apps und so. Gibt es noch neue Formen oder sind die Formen aus durchdekliniert? So, das weiß ich nicht, aber ich bin da jetzt gar nicht jemand, der sagt, man müsste da jetzt wer weiß wie zaubern, sondern einfach wirklich die Möglichkeiten nutzen zu sagen, ich kann auf das verlinken, worüber ich rede, ich kann das einbetten, womit ich mich auseinandersetze. Klar, wenn ich eine Reportage mache, kann ich auch mit der Kamera dann draufhalten. Also schlicht das, was wir seit vielen Jahren Multimedia nennen. Ich glaube, man muss da nicht noch was neu erfinden, was jetzt nicht sein kann, dass nicht trotzdem noch irgendwas neu erfunden wird. Aber erstmal das zu nutzen, organisch, ganz normal, alltäglich zu nutzen, das ist ja schön, dass also Spiegel Online, Zeit Online haben ja jetzt alle diese Vorzeigeprojekte, so die großen Multimedia. Investigativgruppen und so. Ja, aber auch die Aufbereitung, so diese Snowfall-Varianten. Das ist ja alles total schön, aber ich glaube, noch wichtiger wäre es, sowas in den Alltag einzubringen. Nicht nur sozusagen, wir machen das, ich glaube, bei Zeit Online heißt es sogar das Feiertags-Layout oder so. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden, aber wichtiger wäre es, so im Alltag das hinzukriegen und einfach zu sagen, hier, wir kombinieren das, wir binden das ein. Und glaubst du, die Leute zahlen einfach Geld, damit es das Produkt gibt, oder zahlen sie Geld, weil das Produkt dann ja allen wahrscheinlich zur Verfügung steht, auch denen, die nicht bezahlt haben? Ja. Brauchen die dann noch was extra? Also so das Intimgespräch mit Redakteur XY oder so? Sollen sie jedenfalls kriegen. Ah. Also die Idee ist, dass die Abonnenten auch ein Extra kriegen. Ich hoffe, und womöglich ist das auch das Wichtigere, dass der Impuls auch da ist, das soll es geben. Wir wollen das unterstützen, ja. Weil wir finden, dass es das geben muss. Weil das ist ja eigentlich so eine Genossenschaftsidee. Genau. Ne? Also genau. Die Genossenschaft sagt, wir wollen, dass es da ist. Es muss keinen Profit machen bis dort hinaus. Es soll einfach da sein. Genau. So, ne? Genau. So ein bisschen die Fortschreibung einer Genossenschaft, wenn man so will, mit weniger Komplexität und so. Ne? Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir an dem Punkt sind, jetzt nicht nur für unser Projekt, wovon man nächste Woche mehr hören wird, sondern insgesamt, dass uns Sachen was wert sein sollen. Also ich finde es wirklich traurig, Sascha Lobo hat das ja gestern angesprochen in seinem Rant, seiner Publikumsbeschimpfung, dass so ein Angebot wie Netzpolitik, wo sich so viele Leute eigentlich so einig sind, dass es was Wertvolles, Wichtiges, Gutes ist, wie sehr die darum kämpfen müssen, um ein paar Euro Spenden für diese Arbeit, das ist wirklich bitter. Und ich hoffe, dass da ein Umdenken einsetzt und dass Leute sagen, wir müssen da nicht über Paywalls oder irgendwas reden, sondern zu sagen, das ist eine gute Sache, das schätze ich, dafür gebe ich ein paar Euro. Gutes Schlusswort. Unterstützt Netzpolitik. Okay, und alle anderen. Und alle anderen, genau. Stefan Niggemeier, ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Wir sind gespannt auf das Projekt, was uns da nächste Woche blüht. Okay. Danke fürs Zugucken. Ich renne jetzt gleich in mein Panel, was ich hier mache. Danach wieder hier live. Und dann als Aufzeichnung die Videos bei dctp.tv und beim YouTube-Kanal von dctp. Danke fürs Zugucken. Bis später. Tschüss.